Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Warhammer 3 mit den Chaoszwergen unter Astragoth Eisenhand. Und wir beginnen gleich damit, mein Versprechen einzulösen und die Questschlacht zu machen, bevor ich sie wieder vergesse. Dafür dürfen wir nicht in Marsch sein. Das sollte ich, glaube ich, schon... Kann sein, dass ich das schon aufgelöst habe. Also, falls ich in Marsch war, als die letzte Folge beendet wurde, es kann sein, dass ich das jetzt einfach so, Brain AFK wirklich beim Laden schon gleich rausgemacht habe, dass es losgehen kann. Ich bin mir aber gerade unsicher. Kann auch sein, dass das alles genauso ist, wie ich es letztens verlassen habe. Ja, stimmt. Der Kaktiermensch ist ja immer noch, den ich gerade jage. Erstmal wieder aufholen. Aber wir machen die Questschlacht. Und die war da drüben. Der schwarze Hammer des Haschut, den hätte ich gerne. 75 Konklaveneinfluss, das ist halt auch eigentlich wert. Dann könnte ich eigentlich direkt danach fast eine Konföderation machen. Aber auch nur fast. Ja gut, würde ich sagen, ab geht er. Ja, mich sollte ready sein. Pyrrhus-Sieg angeblich nur. Ich bin gespannt. Ja, ein Eisen, den man uns ein bisschen beschädigt, das sollten wir wohl hinbekommen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Der uralte Zaubererprophet Astragoth Eisenhand ist selbst kein unbedarfter Grünschnabel und wäre schon längst entmachtet worden, wäre er die Machtspiele von Zarnagrund nicht, Nagrund nicht meisterhaft beherrschen. Er ließ sich das Versprechen geben, die Questschlacht eigentlich zu machen, ne? Dass er sollte ein besonders wertvoller Konvoi sein Ziel unbehelligt erreichen. Den schwarzen Hammer! Warte, geht's nicht. Urki Proxius, Iska Apalu Tasu Bardu, Tadura Sangin Pasan, Unta Konva Kataluk, Tazorna Rurki Andat Aragun, Una Vitasan Barungi. Ja, das ist dann doch der Nachteil, wenn man einen zu schnellen PC hat und alles auf einer SSD und die Ladezeiten dann doch zu kurz sind. Zumindest, wenn man nicht auswählen darf, dass man jetzt startet und noch weiterlesen will. Okay, wir müssen tatsächlich einen Konvoi beschützen. Das ist mal auch eine eigene neue Questschlacht. Vor allem, das ist ein Konvoi, der hat auch noch eine Magma-Kanone ins Transport und wahrscheinlich eine Menge Treibstoff irgendeiner Art. Okay, schön. Den müssen wir irgendwie verteidigen. Wir haben ja unseren eigenen... Lustig, dass er nicht auf den Schienen fährt. Das wäre auch, ganz ehrlich, das hätten die eigentlich auch einführen können, dass es ein Schienennetzwerk gibt. Bei den Chaoszwergen entlang, dass man vielleicht noch... Das wäre noch coole Mechaniken für die Zukunft. Dass man wirklich aktiv Schienennetzwerke verlegen kann, vielleicht auf der Kampagnenkarte. Und wo welche verlegt sind, kann man mit diesen ganzen Fahrzeugen, die eigentlich wahrscheinlich sogar für Schienenverkehr gemacht sind, könnte ich mir vorstellen. Oder dass es vielleicht besondere Schienenversionen gibt, mit denen dann die Schienen sehr schnell entlang fahren kann. Oder irgendwelche anderen besonderen Boni hat dadurch. Wäre irgendwo cool. Ja gut, ich würde sagen, ja, hauen wir los. Auch eine der wenigen Questschlachten, wo wir eine Aufstellung haben dürfen, ne? Bevor es losgeht. So, wir müssen den Konvoi verteidigen, ne? Beziehungsweise wir müssen den Konvoi darüber bringen. Der fährt ja eh von selber, von daher fahren wir schon mal ein bisschen vor. Wir werden vorfahren wie unsere Vorfahren. Ahö, ahö. So, wo werden denn die Orks? Die werden doch bestimmt nicht von da hinten, die werden doch bestimmt seitlich irgendwo kommen, ne? Oh, wir haben hier sogar hier den Zorn und Schutzwald. Ich dachte schon fast, wir haben einen Terrorbebenmörser. Das wäre schön gewesen. Also, wir haben einen, aber die Batterie. So. Ja, guck mal einer an, wer da kommt. Hauptsächlich Infanterie, wenn ich das richtig sehe. Also kümmert ihr euch mal wieder drum. Oh, oh. Oh, oh, du komm. So, das sind eine ganze Menge... Ah, Gnoblas? Ich dachte wirklich, es kommen Orks auf mich zu. Aber, oh, die Bogenschützen hat es eigentlich schon mal zerrissen. Ich dachte, es kommen Bogenschützen auf... das glaube ich. Ich dachte, es kommen Orks auf mich zu, aber das sind ja jetzt Ogre-Einheiten, die Gnomlas. Hui.
Ja, ich glaube, die sollten überhaupt keine Chance haben. Oh, oh. Oh, das hätte schlimmer sein können. Okay, gegen Kavallerie ist ja gar nicht so hart. Aber lieber Terrorbebenmörser, Vorsicht. Da sind noch mehr Gegner. Lieber Terrorbebenmörser, du schießt mir mal da hoch, bitte. Das heben wir uns mal auf. Aber wir können hier mal so ein bisschen... Andererseits, nee, das macht der Terrorbebenmörser bestimmt. Ach, guck mal, dann habt ihr jetzt auch mal was zu tun. Bitte in die Richtung verteidigen. Oh, das könnte... Hui! Jawoll! Ah, der Terrorbebenmörser ist schon geil. Wenn er mal gut trifft und die Gegner bleiben schön stehen, nicht wie letztes Mal, wo die uns nicht die ganze Zeit bewegt haben. So, jetzt setzen wir mal ein bisschen unsere Eisendämonen ein. Bum, bum, bum. Ja doch, die können auch gut reinhauen. So ist es nicht. Beziehungsweise, komm, wir kommen nicht so oft dazu, das mal richtig gescheit zu verwenden mit denen. Ihr haut mal Dampf raus und überfahrt die mal schön. Gleich ist da drüben. Dafür müsst ihr aber auch wirklich durchfahren, Leute. Chuchu. Dampf. Tut, tut. Jetzt einfach hier Thomas die Lokomotive Track einblenden. Ja, irgendwie, wenn ich bei denen sage Nahkampf, dann machen die nichts. Irgendwie doof. Ich müsste wirklich durchfahren aktiv. Aber guck, ja, die werden da trotzdem echt zerschreddert einfach nur. Ach, da ist sogar der Anführer, den hat so ganz nebenbei erwischt. Alles klar. Ja gut, sagen wir es mal so. Das wäre ein knapper Sieg gewesen, würden die mit allem gleichzeitig kommen. Aber wenn die jetzt wirklich so nacheinander hier auf die Schlachtbank laufen, ist es natürlich was anderes. So, die Hinterhalte hier sind abgewehrt. Ich nehme mal an, dass da hinten die nächsten kommen. Geht schon mal vor und guck mal. Juhu. Ja, die Barriere zu haben ist auch sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Die Barriere ist allgemein echt heftig. So, weiter geht die Party. Wir haben auch noch eine ganze Menge Winde der Magie übrig. Der kommt doch garantiert von hier und von da nochmal welche. Die Map ist doch dafür gemacht worden. Erzählt mir nichts. Und vielleicht kommt nochmal was von hinten. Obwohl, wenn wir gegen Skaven kämpfen würden, würde ich sagen, das spawnt bestimmt nochmal hier Man is Below oder so. Ach, guck mal. Ja, Tatsache, es sind wirklich Ogre. Und so ein Jäger. Hm. Da bringt es natürlich meine Fähigkeiten eher weniger. Noch mehr Vielfraß und so Zeug. Okay, das tut vielleicht ein bisschen weh. Ihr habt Feuerschaden, ne? Nee, habt ihr nicht. Okay, schade. Hört da mal rein. Ihr helft hier einfach mal aus. Macht da mal weg. Mensch, die haben ja sogar noch Steinschleuders. Ja, da lohnt sich jetzt gar nicht mal großartig meine Fähigkeiten einzusetzen. Stark gegen mehrere Einheiten, ja, das bringt es nicht so wirklich. Machen wir mal das zumindest. So, böllert mir mal auf den Typen. Ein bisschen Schrotflinte rein und so. Ja, das war jetzt nicht die Welt. Okay, ich glaube, die Questschlacht... Oh, Vorsicht! Okay, stimmt, das macht ja zum Glück bei meinen Einheiten jetzt nicht so viel. Aber gut, dass ich doch was hinten gelassen habe. Da kommt tatsächlich noch was hinten zum Flankieren. Die sind jetzt zwar nicht gespawnt, in Anführungszeichen, aber die sind echt ein bisschen außenrum geritten für... Wisst ihr was? Wir machen mal die Nummer. Wir redet's. Wir erhöhen. Geben euch mal Feuerdamage. Und wir reduzieren dir mal die Feuerresistenz. Und da du in meiner Nähe bist, in meinem Einflussbereich, müsste das auch nochmal stärker wirken. Und jetzt müsste ein bisschen. Ui! Ja, genau. Also das, mit diesen Buffs und Debuffs zu arbeiten, ist schon eine böse Sache. Dann zieht das gleich ein bisschen mehr ab, als man vielleicht denken mag.
Oh. Ja, dann macht das halt nicht ganz so viel. Na komm, jetzt geh mal rein. Wir haben genug gesehen. Jetzt bleibt er aber tatsächlich auf den Schienen. Das finde ich cool. Auch wenn das nicht wirklich für die... Also auf diese Weise, da du kein Schienenfahrzeug bist, wäre es für dich eigentlich besser, auf normalen Ebene Boden zu fahren, statt über diese Schienen drüber. Aber was weiß ich schon. Aber wie gesagt, mit Schienennetzen zu arbeiten, das wäre schon echt cool. Das könnte so eine eigene neue Mechanik werden, sowohl für Zwerge als auch Chaos-Zwerge, weil ich glaube, die normalen Zwerge verwenden ja auch Dampfmaschinen und Züge und sowas. Himmel, das könnte vielleicht sogar was... Obwohl, ich weiß nicht, inwiefern das der Imperium... Ich meine, das Imperium hat zwar auch Dampfpanzer, aber ich weiß nicht, ob die wirklich sowas wie Züge einsetzen und Schienennetze haben. Ich glaube, das wäre wirklich was für Zwerge und Chaos-Zwerge. Wenn wir es dem Imperium geben, dann können wir die ja gleich in Zeiten des Ersten Weltkriegs da reinversetzen. Hey, ich meine, es gibt einen Mod, der Imperium Erste Weltkriegstruppen gibt. Eine Mod. Ja, das haben wir jetzt eigentlich, ne? Kommt da wirklich nicht noch irgendwas? So ein letztes... Ein letztes Aufschnittbrot oder Aufgebot oder sonst irgendwas? Oder vielleicht von der Richtung? Von hinten? Von vorne? Oh, okay, die sind... Okay, die sind jetzt einfach mal Spawnus... Spawn vor dem Gesicht.de. Das Vieh, vor allem wenn es uncharged ist, erinnert mich so sehr an diesen Steingolem aus Rayman, aus dem ersten. Ohne Scheiß. Da gab es ein großes Boom. Das große Boom können wir erstmal lassen. Großes Boom bitte einstellen. So, einmal hier, dann wird nochmal die Resistenz reduzieren. Geht so schnell nicht. Dann machen wir aber zumindest den hier, um die Schwarzochsen ein bisschen schneller auszudünnen. Und nicht nur den hier, wir haben ja noch ein bisschen was frei. Schießen wir da noch ein bisschen rein. Hui! Ja, gut. Da. Wutz! Und für die, die noch stehen, die kriegen gleich nochmal ein kleines bisschen was. Und dann, oh Gott, ich habe immer noch so viele Fähigkeiten. Wann soll ich das alles verbrauchen? Die armen Schwarzorks. Irgendwie kann man Mitleid haben. Oh. Hallöchen. Oh, jetzt hätte ich gerne noch eine Fähigkeit frei. Das ist eine schöne Versammlung. Da würde ich gerne was reinbomben. Ich habe das gerade nichts wirklich. Wutz. Oh ja, ja, kann sich sehen lassen. Oh ja, das war gut. Das sind jetzt, okay, das sind jetzt eine Menge Schwarzorks. Okay, okay, ich verstehe. Das Argument kam bei mir an. Ich bin echt mal auf die Killzahlen am Ende gespannt. Das ist bestimmt Wahnsinn. Ui, jawoll. Ah, ich darf gleich noch mal ein paar Geschosse. Machen wir einmal sowas noch rein. Dann machen wir noch mal sowas rein. Mal so ein kleines bisschen All You Can Eat, wenn man so will. Hui. So, jetzt charge mal von der Seite.
Dann kommt nochmal ein schönes. Die Terrorbeben-Mörser-Batterie wäre jetzt richtig geil. Aber so ein normaler Terrorbeben-Mörser tut auch sein Ding. Wisst ihr was? Ihr chargt da mal richtig schön durch. Mal volle Kraft und rein. Dö, 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 dö. Hui. Na komm, ich sollte einfach einmal durchgecharged und sammelt euch da drüben wieder. Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Pass auf, jetzt haben die irgendwie doch noch diesen Konvoi erwischt und zerstört. Wo ist der eigentlich? Ah, der Konvoi ist schon geflohen, ne? Wahrscheinlich ist er schon weg und das ist noch der Timer runter, dass wir überleben müssen. Also das Überleben ist nicht das Problem. Ich glaube, die Gegner haben eher hier New Objective Survive und so. Und den Schwarzhawks ist nicht mehr. Aber die haben wirklich eine hohe Moral. Die kämpfen wirklich bis zum allerletzten. Die sind alle unerschütterlich, sehe ich gerade. Ihr nennt es zügig, ihr nennt es Glück. Inwiefern war das Glück? Weil ich mich nicht aus dem Selbstwerk gebombt habe, oder wie? Ansonsten war da nicht so wirklich eine große Gefahr. Ja, die kriegt 617 von den Terrorbebenmörser. Ui. Aber die Eisendämonen haben sich auch echt nicht schlecht geschlagen. Und ja, die Stierzentauren, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die rasieren da gut durch. Astrogoth mit seiner Magie auch ordentlich. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Danke, lieber Butch. Kasak tot. Dass du zumindest dem letzten Teil deines Namens alle Ehre gemacht hast. Ah ne, es war tatsächlich ein Ork-Anführer, aber es war auch eine Ogre-Armee dabei. Die war aber eher klein. Zwei Ork-Armeen, eine Ogre-Armee. Ja, wunderbar. Hm, nochmal. Arbeitskraft, Schatzkammer. Schatzkammer könnte ich ein bisschen was gebrauchen. Komm, machen wir mal. So. Trefferpunkte, Waffenstärke, Technologie. Ja gut, jetzt ist, wissen wir. Jetzt haben wir den schwarzen Hammer bekommen. Nochmal mehr Geld. Verlusteverstärkungsrate für alle Armeen. Das ist schon echt nice. Aber jetzt nur für zwei Runden. Aber immerhin. Und der schwarze Hammer. Was hat der nochmal gemacht? Waffenstärke. Einfach allgemein Kontrolle für alle Provinzen. Das ist ganz gut. Die Waffenstärke ist natürlich wichtig. Waffenkundschaden, Erfüllung, brennbar, Rüstungsdurchdringung da. Schwäche gegenüber Feuerschaden nochmal, wenn wir den Gegner einen draufbratzen. Nice, nice, nice. Ha, ha, ha. Okay. Ja, unsere Verluste erholen wir wieder sofort, nahezu. Dann machen wir mal weiter. Sammeln. Und dann erhöhen wir mal unsere Stierzentauren noch ein bisschen. Waffenstärke angesprochen, ist noch mehr physische Resistenz. Wunderbar. Weil das müsste jetzt, ja, das müsste für alle zählen. Perfekt. Außerdem einen Trupp hier. Da merkt man aber gleich mal, was für einen Unterschied das macht. Ja, ganz ordentlich. Vor allem noch physische Resistenz dazu. Das heißt, wenn die Bayerin unten ist, dann fallen die noch langsamer. Übrigens, ich habe einen Kommentar gelesen, wegen den großen Schädelseen. Ich möchte das nochmal ganz kurz klarstellen. Große Schädelseen gibt es ja dieses Gebäude. Für alle, die sich fragen, warum ich den Ziegenhof nicht baue, weil es ja die Rekrutierungs- und Unterhaltskosten für Tauren erhöht. Es zählt nur für Lamassi, Riesentauri und Unheilstauri. Nicht für die Stierzentauren. Also es zählt für, gehen wir mal kurz die Einheiten durch, es zählt für die hier, die Riesentaurus, die fliegenden Stiere, für die Lamassu, auch diese fliegenden Monster, und für die Unheilstaurus, für diese hier. Die Stierzentauren zählen da nicht mehr dazu. Zumindest soweit ich das daraus lese. Also ich würde mal sagen, zu 99% bin ich mir sicher, dass es nur für die zählt. Also für diese fliegenden Viecher. Und für den habe ich aktuell keine. Von daher ist es okay. Todeskreischer, weniger Unterhalt. Jawoll. Gab es hier noch irgendwas, was ich bauen wollte? Ich meine, die Schneesturmspitze wäre ganz nett, wenn ich da nochmal eine Verteidigung aufbaue, aber andererseits... muss ich hier ganz ehrlich sagen. Kommen nochmal gute Waffen rein, das ist okay. Ich bin gerade überlegen, ob ich ein Gebäude für Gold bauen will. Weil Gold können wir aktuell wirklich ein bisschen gebrauchen. Und eigentlich können wir wirklich mal noch eine weitere Armee machen. Ich habe das ja keine... Dass ja nicht mal mehr wirklich hier diese tollen Supply-Lines gibt, kann ich mal wirklich ein paar Trash-Armeen machen. Also die wirklich größtenteils aus Goblins bestehen, mit ein paar Chaos-Zwerg-Donnerbüchsen und ein bisschen Artillerie.
um da den Gegner ein bisschen einzuheizen. Aber ich glaube, ein paar mehr Armeen zu haben, klingt nach einer guten Idee. Aber dafür brauche ich Geld. Und dafür müsste ich vielleicht hier mal machen. Ich meine, das braucht dann wieder Rohmaterialien, 150. Aber wir haben eigentlich genug. Wir haben auch genug auf Tasche. Ich glaube, das machen wir mal. Ein bisschen mehr Geld zu bekommen, klingt ganz gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht mehr angegriffen werde. Okay. Dann hätten wir das soweit. Und ich glaube, es ist ja viel mehr gibt es jetzt in der Runde nicht mehr. Die Tiermenschen jagen wir nach wie vor. Und ich hoffe, die kriege ich diesmal, bevor die mir irgendeinen Stress wieder machen. Weil diese 1.500, die mir plündern, das kriege ich auch noch oben drauf. Das könnte dann wirklich noch für eine weitere Armee reichen. Weil ich habe jetzt meine drei Armeen. Ich könnte wirklich noch eine vierte raushauen, eigentlich. Die dann größtenteils aus Goblins besteht, so als Trash, aber eben auch aus ein paar Einheiten, die eben den Schaden machen, weil der Trash muss ja bloß den Gegner hinhalten. Der Schaden kommt woanders her. Bug, bug, laut hier wieder irgendwo. Oh, Hashut spricht. Das Ende ist nahe. Dunkle Energien manifestieren sich in der Turmspitze von Zarnagarund und die Chaoszwerge sammeln sich, um Hashuts Ruf zu folgen. Einen Moment. Ich habe doch voll der Groll ausgewählt. Das ist doch das Zwergen-Event. Dort gibt es ein neues Chaos-Zwerg-End-Event, das sich jetzt aktiviert hat. Aber wenn ja... Hä? Ich bin doch Chaos-Zwerg. Ich bin verwirrt. Kann sein, dass es der Feuergroll... Kann sein, dass Feuergroll entweder normale oder Chaoszwerge sein kann, wie ein Münzwurf oder so. Fände ich aber trotzdem seltsam. So, jetzt hau ich dich weg. Ich hau dich weg. Ach, die sind mit... Achso, nee, die sind mit mir verbündet. Braucht nicht mitzumachen. Guck, guck. Nein, du kommst jetzt her. Das sind nur ein paar Trash-Tier-Menschen, das ist nichts Besonderes. Der wird einfach passiv. Der wird sogar noch von der Garnison mit zerpflückt. Ja, ich glaube, das ist easy peasy, lemon squeezy. Das ist eine Menge Arbeitskraft, die nehme ich mir mal. So, es fehlt auch gar nicht mehr so viel, dass ich konföderieren kann. Das würde ich auf jeden Fall. Mindestens eine Konföderation würde ich gerne machen vor Ablauf des Timers. Vielleicht würden die anderen Chaoszwerge, wenn ich sie bis dahin... Also wenn das jetzt wirklich ein Chaoszwerg-Event ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die anderen Chaoszwerge, dass die, die ich noch nicht konföderiert habe bis dahin, dann eben nochmal auftauchen. Und dann könnte ich mir diesen einen Dude nochmal snacken, Zakan der Schwarze, weil der gibt mir einen schönen Bonus auf Reichweite für die Artillerie, wenn ich ihn besiege, höchstpersönlich. Turm. Wie viel brauche ich? 600. Ich kriege jetzt auf jeden Fall die nächste Runde 50 und ich kann jetzt auch nochmal ein paar Opfer machen. Zack, zack, zack. Dann kriege ich die 50, dann geht es schon so. Dann können wir es uns nächste Runde wohl mal angucken. Ob es eine gute Idee ist oder nicht? Wer weiß das schon. Aber jetzt ist der wenigstens weg. Der ist weg. Schlinge, hier können wir auch weiter aufwerten. Ist in Ordnung. Hier mache ich einfach mal einen Terrorbebenmörser rein. Könnte sich lohnen, sollte ich hier angegriffen werden und sowieso keine gute Verteidigung ansonsten haben. Und hier nochmal Konklaveneinfluss und diplomatische Beziehungen. Energiereserve. Allein die Energiereserve könnte sich lohnen. Komm, hauen wir die Gebäude rein. Hier habe ich jetzt auch vollständig, ne? Mit Kolek will ich mich jetzt wieder verstehen. Kolek, beruhig dich. Alles wird gut. Ihr bleibt mir trotzdem als Absicherung hier hinten. Ich weiß nicht, was hier so passieren könnte. So. Der hier wird jetzt übrigens schön in die Ecke gedrängt. Ich gehe jetzt rüber und schaue dafür, dass der nicht mehr glücklich wird. Also ich möchte, wenn, dann möchte ich ihn komplett ausgelöscht wissen. Der liebe Herr Faudart. Ach, hier habe ich... Ne, das ist ja das, was ich gemacht habe. Passt perfekt. Okay. Irgendwas ansonsten noch diplomatisch zu wissen? Ja, da gehen ein paar nicht angespackte, da bin ich immer dafür. Vor allem, wenn man Geld rausholen kann. Clan Moors, ja, mit Skaven nicht im Krieg zu sein, ist mal angenehm ausnahmsweise. Von mir aus verstehe ich mich auch mit Vlad, soll mir egal sein.
Und Winterzahn ist auch in Ordnung. Kommt mal alle her. Ihr seid alle Teil der Familie jetzt. Leider geht nicht großartig mehr. Militärisches Bündnis mit dem Aschernen. Ich meine, den werde ich mit Alpha I bald konföderieren. Das Reichland mag mich, glaube ich, sehr wenig, wenn ich es richtig gesehen habe, so von der Stimmung. Okay, weiter geht's. Dann schauen wir mal, wie das mit der Konföderation funktioniert. Jetzt kommst du mit dem militärischen Bündnis. Kommt er. Na gut, wenn ich dich eh gleich konföderiere. Ich weiß halt nicht. Ist ja noch mal weniger als vorher. Was soll denn der Scheiß? Oh Gott. Das größte Problem, was ich habe, der Typ wird doch gleich besiegt. Ihr versteht das Problem. Der Typ wird besiegt, das heißt, er ist dann nicht mehr da. Ich müsste jetzt irgendwie mal die Schneise dann da unten hinschlagen. Ich meine, deswegen tue ich ja meine Armee jetzt auch mal neu formieren. Dass das gescheit funktioniert. Dann muss ich einen Vorstoß nach Süden machen, um dazu sein Gebieten aufzuschließen und das irgendwie zu holen. Ich frage mich aber immer noch, was passieren würde, wenn ich eine Fraktion... Oh, ja, komm. Bogenschützen dazu zu nehmen, warum nicht? Oh, ein Stierzentauri mehr. Nice. Okay, wisst ihr was? Ich möchte das jetzt einfach mal austesten, wie das funktioniert mit Totenfraktionen. Deswegen mache ich hier meinen Speicherpunkt und ich versuche mal, das mit der eigentlich Totenfraktion zu machen. Das hat dann der Schwarze, ist ja beispielsweise. Kriegsherr von Zahn müsste das sein. Ah, aber ich krieg den... Ich krieg den legendären Kommandanten. Ah, die Fraktion wurde bereits... Stand sogar da. Die Fraktion wurde bereits zerstört, aber ich bekomme den legendären Kommandanten. Achso. Aber ich bekomme wahrscheinlich auch seine Sätze im... Ja, ich bekomme auch seine Sitze im Rad. Das ist geil. Okay, ja, das ist natürlich nice. Und jetzt könnte ich den legendären Kommandanten, aber... Hat dann der Schwarze irgendwas Besonderes? Gefangen genommene Opfer, Rekrutierungskapazität und dieser drastische Schlinge. Man kann sich nicht bewegen. Das war ganz nett. Der hat auch schon ein relativ hohes Level. Das ist okay. Wir können jetzt natürlich wirklich einige legendäre Kommandanten herholen. Oder will ich wirklich... Will ich, na gut. Vielleicht war das gar keine so schlechte Idee. Weil ihn jetzt zu übernehmen mit nur einem einzigen Ding, ich würde da wahrscheinlich Minus machen, effektiv, auch was Einkommen angeht. Weil er hat nur diesen einen Berg, er hat keinerlei Einkommen, er hat eine volle Armee, die ich übernehmen würde. Ich glaube, ich bleibe sogar bei dieser Entscheidung, dass ich jetzt Zartan habe von mir aus. Aber ich habe jetzt die ganzen Posten von ihm übernommen und da ist eine ganze Menge Zeug dabei gewesen. Schön, schön. Dann ist es doch okay. Dann können wir uns auch Zeit lassen. Dann muss ich jetzt nicht so stürmen, dass ich das jetzt unbedingt unten verbinde. Kannst mir eigentlich egal sein, überlebt oder nicht. Auf kurz oder lang hole ich mir zumindest den legendären Kommandanten. Ich wünschte, das wäre allgemein so. Dass man nicht irgendwie umständlich eine Fraktion wiederbeleben muss. Es geht ja grundsätzlich, wenn man dann eine Rebellion macht im Gebiet. Ich finde, es wäre cool, wenn es immer so wäre, dass man eine zerstörte Fraktion irgendwie trotzdem mit einverleiben kann. Dass man sagt, dass man den legendären Kommandanten wiederholt oder so. Wenn es zumindest das ist, was einem wichtig ist. Hier, der Typ, die Silberfeste müsste ich aber auch haben. Dafür brauche ich Krieg mit diesen Orks. Ach, guck mal einer an. Der wird jetzt erstmal hier schön in die Enge gedrängt. Den lasse ich hier nicht raus. Das könnt ihr mal schön vergessen. Danach kümmere ich mich um die anderen Gebiete. Ich würde die anderen würden die übelst fluchen oder irgendwas. Kollege Kolek, wir sind im Frieden, ja, wir verstehen uns, hoffe ich mal. Abkommen mit Marionetten der Zwietracht. Die gebrochenen Abkommen, das wird ja irgendwann wieder gehen. Militäraktion gegen ihn wird auch gehen, das sollte eigentlich sich bald mal wieder ergeben. Passt soweit. Ja, mehr als das geht gerade nicht. Ja, jetzt langsam habe ich wirklich gute Ressourcen da und kann Sachen ausbauen. Also ich habe jetzt richtig gut Rohmaterialien. Die könnte ich jetzt langsam wirklich mal weiterverarbeiten. Na komm, machen wir auch mal dieses Gebäude jetzt endlich. Bauen hier noch ein bisschen aus.
Machen wir im Verschlingerfels noch, dass wir da die Musketenschützen machen können. So, was haben wir denn bei dir? Die Artillerie ist schon mal verbessert. Gib mir dir noch Schießübungen, würde ich sagen. Das ist das, was ihr auch den Schaden macht in der Armee. Abspackende Attacken, wunderbar. Und weiter geht die Party. Und derselbe Song nochmal. So, schenken wir uns mal was zu trinken ein. Einen schönen Eiskaffee, passend zu der aktuellen Wärme. Beziehungsweise ein Eiskaffee-Tee. Also so ein Tee, so von diesen, diese Cold-Brew-Tees, die es gibt. Also diese Cold-Tees mit Eiskaffee-Geschmack. So einer ist das. Ist eigentlich echt lecker, muss ich sagen. Konvoi-Begegnung. Verborgene Horde. Wir müssen eine Schlacht ausschlagen, aber es ist nur gegen ein paar Vampire. Das ist ja easy. Oh Gott, ist das easy. Diese gemischte Armee mit allem Möglichen drin. Aber komm, das sind einfach ein paar Trash-Vampire. Das ist nicht der Rede wert, überhaupt auch nur den Beachtung zu schenken. Oh, die Technologie erforscht, dass man die Verbundenheitspunkte mehr hat und noch mehr davon. Wir könnten ja auch wirklich mal überlegen, ob wir uns irgendwas holen wollen. Also mit irgendjemandem... Mit den Skaven könnte ich mir vorstellen, dass ich mit Rattling-Gunnern oder mit Skaven-Artillerie noch eine schöne Ergänzung habe, ohne groß das Limit erhöhen zu müssen. Nur gibt es aktuell noch keinen Skaven-Clan, mit dem ich mich ultra gut verstehe, wenn ich das richtig sehe. In dem verstehe ich mich super, die kann ich aber auch leider nicht konföderieren. Aber die würde ich gerne mir mal holen. Oder will ich die einfach als neutrales Gebiet hier zwischendrin lassen, so als Schweiz, die jetzt einfach so komplett umschlungen wird. Weil ich bin mit denen ja schon verbündet, also bis ich dann mit denen mal Bündnis beendet habe, dann hier nicht Angriffspakt beenden und dann nochmal, also bis dann vergeht so viel Zeit, bis dann ist das Projekt schon fast vorbei. Ich lasse die einfach mal sein. Die haben ja auch nicht mehr als dieses eine Gebiet, die gehen nicht darüber hinaus. Passt eigentlich alles. Wo hat sich dieser Kacktiermensch jetzt versteckt? Das ist doch unglaublich. Na gut. Dann bleibe ich mal auf Bereitschaft, würde ich sagen. So, du, mein Freund, wirst noch ein bisschen tankier. Bisschen Verteidigung machen wir auch nochmal hoch. Das können wir eben kurz pushen. Ich gebe mir nochmal mehr Geld. Sind zwar nur 50 pro Runde, aber irgendwann macht dies bezahlt. Gut, bis dahin ist wahrscheinlich das Projekt auch wieder vorbei, aber hey. So, Rohmaterialien pro Runde. Jawohl, das holen wir uns auch noch. Bade euch mal ein bisschen. Jetzt fehlt aber das Geld, das weiterzumachen. Das hat es gar nicht so viel gebracht. Außer wir holen uns Geld. Nur nicht hier, bitte. Aber hier könnten wir es machen. Dann hat man das Geld, um uns die Arbeitskräfte zu holen. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich schon fast einen weiteren Konflikt, um mal weitere Arbeitskräfte zu bekommen, abseits von Konvois. Aber... Konvoi ist ein gutes Stichwort, da können wir auch mal einen neuen holen. Dämonenschmied im Ruhestand. Okay. Der hat einen Bonus auf Stierzentauren, beziehungsweise auf den einen Typen, den er hat hier verstohlen. Oh, der hat ein paar gute Einheiten. Und er kann Hinterhalte umgehen. Ich glaube, das klingt gut. Ich darf nicht mehr als ein Konvoi. Hat sich das reduziert? Okay. Okay. Okay.
sollte ich jetzt demnächst mal bald den legendären Kommandanten holen. Und da das tatsächlich Zartane Schwarze ja tatsächlich so einer ist, der eigentlich hauptsächlich sehr viel mit seinen Arbeitern interagiert, sagen wir es mal so ganz nett, kann ich den wirklich zur Hälfte mit Goblin und Orc-Trash einfach zufüllen und den Rest dann einfach mit ein bisschen Bum-Bum. Gegen Clanferre? Nee, lasst mich. Ich habe keinen Bock auf Bug-Bug jetzt gerade. Irgendwo hat er hier... Da ist der Blöde. Und ja, natürlich plündert der. Ich sag's euch, wenn ich den jetzt nicht wegmache, der wird mir später wieder übelst auf den Sack gehen. Ich schicke jetzt meine Goblins rüber. So, ihr beeilt euch mal. Wir brauchen neue Opfer. Ich könnte ja erstmal mit den verfluchten Weiten anfangen. Oh, eine leckere Karawane. Die hätte ich eigentlich auch gerne. Höllenschmiede. Aktuell muss ich nicht großartig erweitern. Ich habe eigentlich alles, was ich haben will. Hier bekäme ich nochmal Artillerie. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mit Zartan mache, dass ich Artillerie und Goblins mache. Artillerie, Goblins und vielleicht ein paar Schützen noch. Dann holen wir mal hier den Herrn der Arbeiter. Satan da dra. Hallo, Satan. Er ist auf Schießübungen und auf die... Okay, der hat ein bisschen zu viele Einheitentypen. Okay, wir könnten ihm auch diese lustigen Lamassu geben, mal. Dass wir sagen, wir machen die Armee bestehend aus Goblin-Trash und dann eben solchen Dämonen gemischt. Wäre auch eine Idee. Hat er irgendwie... Ja, guck mal, er streitet ja sogar an Lamassu. Passivfähigkeit, Regeneration. Unterhalt, Erhöhung. Nahkampfabwehr und Rüstung für alle erhöht. Ja, eigentlich ist er fast für Nahkampfarmeen gemacht. Also, das ist zumindest sind die da ein bisschen besser. Ja gut, dann können wir da mal so eine Armee machen aus diesen Dämonen bestehen. Ich würde ihn aber trotzdem umskillen, so ist es nicht. Aber es wäre gar nicht so ultra unglaublich wichtig. Ich mach's trotzdem. Einmal können wir ja. Ah, dann wird Satan mal auf diese lustigen Lammer so. Dann könnte ich mir tatsächlich überlegen, mal Rekrutier- und Unterhaltskosten von den Tür zu verringern, bei den großen Schädel sehen. Na komm, dann machen wir's mal. Dann machen wir's mal. Dann lohnt sich's mal, das Gebäude zu machen. Dann kriegt Satan mal diese Einheiten. Machen wir mal, dass wir auch mit Trash ansonsten auffüllen. Noch eifriges Kanonenfutter dazu. Und dann eben ein bisschen gemischt was von diesen Einheiten durch die Bank weg. So, und dann nochmal hier. Dann machen wir mal den Spaß. Unterhalt für... Unterhalt nochmal reduzieren, das ist auch schon echt nice. Rüstung, Nahkampfabwehr für alle Einheiten. Lachender Schlechter. Waffensicherheit vor allem sehr viel selbst. Waff dich doch selber. Volksschosse für Hinterhalt, Verschleiß und Verstärkungsrate. Komm, mehr Beute nach der Schlacht. Das ist ja sowieso so ein absolutes Ding. So, Brandschatzung oder Blitz. Machen wir mal den Blitzschlag mit rein. Der ist immer wieder nützlich. Und dann füllst du mir erstmal wirklich trashig auf. Eigentlich kann ich trotzdem schon Ork-Arbeiter mitnehmen, statt nur Goblins, ne? Aber die guten Goblins müssen ja einfach nur die Artillerie aushalten. Obwohl, Artillerie habe ich ja keine. Schauen wir mal. 4 und dann so. Wir können es halb-halb machen oder sowas. Ein bisschen Geld sparen wir trotzdem. Außenposten. Ja gut, wir könnten auf diese Weise Mammuts und Kriegsmammuts bekommen. Vielleicht sogar... Ne, Kriegsmammuts mit Schreien glaube ich nicht, oder? Ansonsten gibt es glaube ich nichts, was ich von Noska haben will. Höchstens die Mammuts. Ah, ist jetzt gerade nicht so dringend.
Mit Khemri mal wieder ein Bündnis anzugehen, wäre wieder cool. Von denen würde ich dann nämlich auch wieder ein paar kostenlose Einheiten bekommen. Gerade in welcher Fraktion? Khemri muss verbündet sein. So, was gibt's denn Archaon? Nicht Angriffspakt. Gibst du mir noch ein bisschen was dafür? 130, das ist doch okay. Plötzlich verstehen wir uns, ne? So schnell und einfach kann's gehen. Wenn ich ihn nicht mehr plündere, ist mir plötzlich nicht mehr böse. Komisch. Die wilde Jagd beginnt. Ja, das ist in Ordnung. Werdet glücklich damit. Zartan werde ich dann später auch noch Ausrüstung geben. Aber erst, wenn's soweit ist. So. Ich brauche mal neue Leute. Und da mal rein und schon mal die Plünderung starten. Der Weltenrandbogen. Natürlich gehört er den Orks. Wo ist die Einöde? Da drüben wahrscheinlich, ne? Habe ich echt nur so wenig bis jetzt ausgeplündert. Okay, auf die Weise kann es natürlich eine lange Zeit dauern, aber wir werden ja dann eh bald das Event haben. Auf Feuerschaft zu spielen dauert eh immer ewig. Also vor allem auf das letzte Siegziel. Habe ich eigentlich irgendwas für Lamassu gebaut bis jetzt? Ja, doch, habe ich. Ja, für die Stierzentauren habe ich das schon allein gebraucht. Nice. Kosten nochmal verringern, das ist auf jeden Fall gut. Ja, die Feuergeborenen könnten wir machen, das ist hauptsächlich Anti-Infanterie. Ich glaube, Anti-Infanterie ist nicht mehr so unser Problem. Aber ich muss sagen, die Orks haben ganz okay Werte, wenn sie jetzt nicht gerade zerschossen werden. Im Nahkampf, klar, sind die jetzt nicht ultra stark, aber sie könnten sich ein bisschen halten zumindest. Machen wir es mal so. Und der Rest wird dann mit Spezialeinheiten aufgefüllt. Ach komm. Jetzt dann aber. Hi du. Ah du. Jetzt wäre gesagt worden. Was dauert da so lange? Bitte kein Crash. Oh, danke. Das hatte ich einmal bei meinem Chaos-Durchlauf. Seitdem habe ich da echt Angst vor. Was heißt da einmal? Das hatte ich ständig bei dem einen Mal Chaos-Durchlauf. Ein Schmutzbündnis. Da bin ich doch dafür. Ach, guck mal, wen ich da abgefangen habe. Oh. Ui, 600 Schatzkammer, 83. Aber das ist okay, okay. Abkürzung nehmen. Nee. Nett und langsam, bitte. Okay. Okay. Da halte ich mal damit. Genau, da ist die Einöde. Ja, das wird mal eben schnell überrannt. Wird auch geplündert. Ach Mensch, das war sogar wirklich eine Mission. Ah Mensch, das sind jetzt diese Armeen, die hier spawnen können. Schön. Cool. Oh, die kann eigentlich gleich weitermachen. Ein Aufseher mit ein paar Hobgoblins. Aber das kann reichen, um so eine Siedlung zu nerven. Ich würde sagen, machen wir erstmal so einen kleinen Blitzkrieg gegen diese Ork-Fraktion hier. Und machen die weg. Die Silberfeste können wir uns danach immer noch holen. Wir müssen jetzt nicht an zu vielen Fronten gleichzeitig agieren. So, die Taurus können wir eh nur da drüben holen. Die Feuergeborenen gibt es halt hier. Und wir warten halt noch auf das bessere Gebäude.
Pass nach Osten. Hat zwar Arbeiter übrig, aber nicht so viele, dass ich mir das jetzt leisten will. Hab's trotzdem mal ein bisschen auf Bereitschaft hier. Okay. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, wäre es das wieder gewesen für diese Folge. Wir sind ziemlich weit gekommen und wahrscheinlich sehen wir beim nächsten Mal dann wirklich die Zwergeninvasion. Also, beziehungsweise das Event. Also, vielleicht ist es wirklich ein Chaos-Zwerge-Event, aber wie auch immer das dann stattfinden soll, ich bin gespannt, würde ich mal sagen. Vielleicht kriegen wir bis da noch eine Konföderation hin. Da muss ich aber wirklich gucken, dass ich mich drauf hinarbeite. Ein bisschen knapp von den Arbeitern, aber komm, ist jetzt so. Jetzt haben wir mal geringere Produktion, aber wird schon passen. Wir kriegen beim nächsten Mal wieder was. Du kannst mal rüber und kannst dann beim nächsten Mal anfangen zu plündern. Liebe Peitsche. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hier das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.